Du hörst den Hormon Reset Podcast, der Podcast für alle Frauen, die ihre Hormone auf natürlichem Weg wieder ins Gleichgewicht bringen wollen. Finde dich nicht länger ab mit Zyklusproblemen, PMS, Wechseljahresbeschwerden, Schlafstörungen oder Gewichtszunahme. Ich bin Hormoncoach Rabea Kies und zeige dir, wie du gezielt über Ernährung, Naturheilkunde und einen hormonfreundlichen Lebensstil dich und deine Hormone wieder glücklich machst. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich so, dass du da bist. Wir haben in der letzten Podcast-Episode schon über das Thema anti-entzündliche Ernährung gesprochen und ich habe dir mitgegeben, auf wie viele Art und Weisen chronisch stille Entzündungen den Hormonhaushalt stören können und zu verschiedensten Hormonbeschwerden führen kann. Ganz gleich, ob es sich um Zyklusbeschwerden, Periodenbeschwerden, Wechseljahresbeschwerden handelt oder auch Stoffwechselbeschwerden, Insulinresistenz. Also vor allem eine antientzündliche Ernährung ist da eine ganz, ganz wichtige Herangehensweise, um viele Hormonbeschwerden wieder in den Griff zu bekommen. Und davon berichtet Silke gleich in dem Interview. Sie erzählt von den Erfahrungen, die sie hat mit Regelschmerzen, Endometriose, Migräne. Und wie sie es geschafft hat, auch nach der Endometriose-OP beschwerdefrei zu sein. Und ihr größter Erfolg war wirklich die Ernährungsumstellung. Sie hat das Hormon Reset Ernährungsprogramm absolviert und lebt seitdem nach diesem Prinzip, nach diesem Konzept. Und wenn du Interesse hast, auch das Ernährungsprogramm zu machen, dann hast du jetzt im August 2024 noch ein wahnsinnig tolles Rabattangebot von mir. Du sparst nämlich 24% Rabatt auf das Ernährungsprogramm bei der Buchung bis Ende August 2024. Du brauchst einfach nur in das Buchungsformular August 24 eingeben, in einem Wort zusammengeschrieben und du sparst 24% auf den Gesamtpreis. Alle Infos zum Ernährungsprogramm findest du auf meiner Website rabea-kies.de unter Programme oder du klickst eben ganz einfach auf den Link in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode und vergiss nicht, deinen Rabattcode AUGUST24 einzugeben. Bevor du dich für das Ernährungsprogramm entscheidest, höre aber auf jeden Fall noch in diese Podcast-Episode rein, denn da berichtet Silke von ihren Erfahrungen mit der hormongesunden Ernährungsumstellung, von ihren Erfahrungen mit dem Ernährungsprogramm und wie sie es geschafft hat, ihre Regelbeschwerden, Migräne und vor allem auch ihre Endometriosebeschwerden durch die Ernährungsumstellung deutlich zu lindern und damit einfach so viel mehr Lebensqualität auch wieder zurückzuerlangen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Ja, herzlich willkommen zum Hormon Reset Podcast. Ich freue mich, dass du, liebe Hörerin, wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen Gast haben. Das ist die liebe Silke. Herzlich willkommen, Silke. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, meine Geschichte heute zu erzählen. Genau darum geht's. Ich habe ganz unverhofft von dir eine Sprachnachricht über Instagram bekommen, wo du mir erzählt hast, wie glücklich du doch bist, dass du ja tatsächlich auch mit Hilfe des Hormon Reset Ernährungsprogramms wirklich viele deiner Hormonbeschwerden in den Griff bekommen hast und du auch sehr, sehr begeistert darüber bist, welche Power eigentlich auch die Ernährung hat und welchen Einfluss eine Ernährungsumstellung auch auf unser Befinden hat. Aber ich würde sagen, ich gebe das Wort direkt mal an dich weiter, liebe Silke. Magst du uns vielleicht mal erzählen, ja, wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist, dass du dich vielleicht auch auf eine andere Art und Weise um deine Hormone kümmerst? Was waren dann so deine Herausforderungen, bevor du auch mit dem Ernährungsprogramm gestartet bist? Ja, genau. Also ich habe dir Feedback gegeben, weil das quasi jetzt ein Jahr her ist. Und ich habe 2022 die Diagnose Endometriose bekommen und das wurde bei einer Bauchspiegelung herausgefunden und dann auch gleich entfernt. Und ich habe einfach viele Leute im Bekanntenkreis oder viele Frauen, die das auch haben. Und so bin ich auch eigentlich erst darauf gekommen, mich auch operieren zu lassen,
Weil eine Freundin und auch Arbeitskollegin, die hat das ganz stark und die hat auch schon 4 OPs hinter sich. Und die hat dann irgendwann gesagt, Silke, alles, was du erzählst, deine ganzen Symptome, das deutet so auf Endometriose hin. Und dann bin ich halt zum Frauenarzt gegangen und die hat mich natürlich erstmal gar nicht ernst genommen. Und ich glaube, so geht es auch sehr vielen anderen Magst Frauen. du mal erzählen, was so deine Symptome waren? Ich hatte eigentlich alle schmerzvollen Symptome, die man sich so vorstellen kann. Also angefangen mit, wenn ich meine Regel bekommen habe, die ersten beiden Tage wirklich starke Migräne. Ich habe einen Blähbauch gehabt, ich habe Stimmungsschwankungen, Heißhungerattacken, ja, PMS. Also eigentlich alle Sachen, die so ein bisschen in Verbindung auch mit Endometriose stehen. Und ich bin selbstständig und wenn man dann natürlich, sag ich mal, Migräne ganz stark hat und auch ganz starke Regelschmerzen, also wirklich krampfartig, dann wäre ich am liebsten nicht arbeiten gegangen. Und wenn ich frei habe, habe ich auch wirklich den ganzen Tag immer im Bett verbracht. Rollladen runter, Licht aus und einfach nur geschlafen. Und das ist natürlich auch kein Zustand, ne? Also. Und magst du vielleicht mal sagen, was genau Endometriose eigentlich ist? Weil na, wir sprechen so ganz natürlich davon, gehen davon aus, dass es jeder weiß. Aber ja, vielleicht weiß die ein oder andere Zuhörerin noch nicht so viel mit Endometriose anzufangen. Ja, also ich kann es aus meiner Sicht einfach erzählen. Ja? Also Endometriose ist Gebärmutter, Schleimhaut, artiges Gewebe, was sich im Bauchraum ansiedeln kann. Und das verursacht halt starke Schmerzen. Und bei mir war es so, dass ich bei der OP, das wurde dann festgestellt, nur in Anführungsstrichen 2 kleine Herde hatte, die aber unglaublich schmerzvoll waren. Und es gibt es auch umgekehrt, dass Frauen ganz viele Herde haben und aber gar nichts merken. Also deswegen, Endometriose ist ja eigentlich so eine Krankheit, man nennt es ja auch Forgotten Disease, wo so viel noch unerforscht ist und wo man eigentlich nicht sagen kann, wie bei einem gebrochenen Arm, ja, das ist jetzt ein gebrochener Arm, das sind die und die Sachen, man kann das dann so eindeutig identifizieren. Das ist halt bei Endometriose nicht so, das ist bei jeder Frau anders, das äußert sich anders, jede Frau hat andere Symptome. Und bei mir waren es eben diese starke Migräne dazu, wirklich diese krampfartigen Schmerzen. Und was bei mir aber zum Glück geholfen hat, weil ich wirklich kein Tablettenfreund bin, bei mir hat immer eine Wärmflasche geholfen. Und bei der OP wurde auch noch festgestellt, dass ich Adenomyose habe. Da ist quasi die Verwucherung im Muskel in der Gebärmutter. Das haben sie nicht entfernt, weil ich meine Gebärmutter noch behalten wollte. Und man kann aber natürlich, also die Option stand frei, ne? Gebärmutter ja oder nein, damit das quasi auch entfernt wird. Aber für mich stand das nicht zur Debatte. Und ich habe, wie gesagt, jetzt ja einen guten alternativen Weg gefunden, ohne Medikamente, ohne die Pille, eben mit der Umstellung der Ernährung, dass es mir deutlich besser geht. Und jetzt auch schon wirklich seit über einem Jahr. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich auf dich gestoßen bin, nämlich nach der OP habe ich eine Woche lang im Bett gelegen, weil man sich ja schonen soll, nicht viel bewegen soll. Und ich habe einfach wirklich in die Tasten gehauen und habe recherchiert ohne Ende, habe mir ganz viele Dokumentationen angeguckt, Arztberichte gelesen von anderen Betroffenen, die darüber berichtet haben und habe mir einfach erstmal ein Bild davon gemacht, auch wie der weibliche Zyklus funktioniert, ja. Und bin dann irgendwann auf dich gestoßen und ich habe gedacht so, Halleluja, wie gut ist das, ja? Da gibt es jemanden, der zeigt dir einfach Alternativen auf. Weil meine Ärztin, die mich behandelt hat, beziehungsweise auch die beiden Operateure, die haben im Krankenhaus noch gesagt, wir würden ihnen erstmal die Pille empfehlen. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Also, ne, auch da wieder, der nächste Patient wartet, man hat nur 5 Minuten Zeit. Und das ist für mich einfach so, da bin ich einfach verständnislos, weil ich denke, nein, es gibt Alternativen. Also ich war bei verschiedenen Ärzten und alle wollten mir, wie gesagt, die Pille verschreiben und es ist für mich einfach keine Alternative gewesen und deswegen bin ich eben so happy, dass ich da auf dich gestoßen bin und dann auch gleich das Programm gebucht habe, das Ernährungsprogramm. Und ja, du hast natürlich super Tipps auf Lager und erklärt auch erstmal auf, was ist wichtig, wie werden die Hormone gebildet, wie werden sie verstoffwechselt, welche Organe sind dafür wichtig. Das habe ich alles tatsächlich über dich gelernt, ja. Und bin da nach wie vor einfach nur super dankbar, weil ja, wenn ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich dich nicht gefunden hätte, ja. Also so, das. Das freut mich total zu hören. Also vielleicht muss man doch noch mal sagen, dass natürlich die
Ernährungsmedizin oder Lebensstilmedizin eigentlich kein Bestandteil der Schulmedizin ist. Das heißt, die Erwartungshaltung, dass man dort aufgeklärt wird über das Potenzial einer Ernährungs- und Lebensstilumstellung, das darf man ehrlich gesagt gar nicht erwarten, auch wenn das eigentlich logisch ist, ne? Weil das ist ja das, was uns gesund hält. Aber so funktioniert die Schulmedizin nicht. Und es geht darum, symptomatisch zu schauen, wie können wir Symptome unterdrücken und wie können wir dafür sorgen, dass möglichst die Hormone so unterdrückt werden, dass eben die Endometriose nicht nochmal so stark zu Vorschein treten kann, weil das ja vor allem auch Östrogen dominiert ist. Und immer wenn auch die Östrogenspiegel steigen im Zyklus, beziehungsweise die Hormonspiegel steigen, dann kann es zu Beschwerden kommen. Oder wenn die Gebärmutterschleimhaut sich stark aufbaut, dann kann eben das Gewebe auch ja in anderen Regionen bei einer Endometriose reagieren. Und das ist, man versucht eben über die Pille möglichst diese zyklischen Hormonveränderungen zu unterdrücken. Die Pille selbst hat allerdings eben ja starke Nebenwirkungen oder kann Nebenwirkungen haben. Und vor allem wirkt sie halt nicht regulierend auf den Hormonhaushalt. Das heißt, wir haben immer auch Nebenwirkungen, kurzfristig oder langfristig, die Pille hat. Ich habe dazu ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Also wen das interessiert, welche Auswirkungen die Pille auch hat auf den Hormonhaushalt, auf unsere Gesundheit, der darf da gerne noch mal reinhören. Und die Pille hilft aber eben nicht, die Krankheit wirklich zu heilen, in Anführungszeichen. Man sagt ja, dass die Krankheit nicht heilbar ist. Sie ist aber auf jeden Fall zu stoppen und einzudämmen. Und über einen hormongesunden Lebensstil kann man durchaus dafür sorgen, dass vielleicht eben Beschwerden nicht wieder auftreten oder das Gewebe nicht weiter wächst. Und da spielen eben Entzündungsprozesse eine große Rolle. Da spielen auch Umweltschadstoffe eine Rolle. Da spielt der Darm eine Rolle. Stress spielt eine Rolle. Und und da können wir eigentlich sehr viel Einfluss nehmen. Und du selbst hast es ja am eigenen Körper gespürt, dass allein schon die Umstellung der Ernährung dir unwahrscheinlich geholfen hat. Meine Frage ist eben, du hast ja durch die OP sozusagen die Herde entfernen lassen. Und im Grunde könnte man doch dann sagen, okay, OP gelaufen, Herde entfernt, also warum muss ich jetzt noch meine Ernährung umstellen oder warum, ne, muss ich jetzt noch weiter nach Lösungen suchen? Was hat dich da so motiviert oder woher wusstest du, dass der Weg da noch nicht zu Ende ist? Also dadurch, dass mir wie gesagt mehrere Ärzte die Pille verschreiben wollten und das für mich einfach gar keine Alternative war, habe ich einfach so ein großes Warum, nämlich es muss auch anders funktionieren. Und da, also ich bin da ein gutes Beispiel für, dass es auch anders funktioniert. Ich weiß nicht, jeder Körper ist anders, jede Frau ist anders, ne? Also kann natürlich sein, dass es bei anderen nicht so super funktioniert, ich weiß es nicht. Bei mir hat es funktioniert und deswegen bleibe ich auch total strikt dabei. Also du hast ja in dem Kurs auch gesagt, dass man, glaube ich, so mal Ausnahmen machen darf. Also ich bin da auch, weiß Gott, nicht dogmatisch oder streng. Ich war jetzt auch im Urlaub und dann gab es an dem ersten Abend auch mal ein Eis zum Nachtisch. Das habe ich auch gegessen, ja. Aber ich gehe jetzt halt nicht eben jeden Tag ein Eis essen. Oder ich habe früher zum Beispiel, es gibt von Zeit für Brot diese Zimtschnecken, die habe ich geliebt, ja. Da habe ich sehr viel von gegessen. Und jetzt lasse ich, wie gesagt, das Gluten weg. Ich backe halt mein Brot selber. Und gehe halt so ein bisschen bewusster einkaufen. Du hattest damals auch so eine ganz, ganz tolle Grafik, die habe ich mir sofort im Handy abgespeichert, mit wie so ein Teller aufgebaut ist, ja. Also die Hälfte ist Ballaststoffe mit Salaten und Kräutern und sowas. Dann sind die Proteine super wichtig, Fette und dann auch einen Teil Kohlenhydrate oder komplexer Kohlenhydrate. Und jetzt mittlerweile, es macht mir auch kaum Mühe, also ich mache immer Meal Prep auch, ich nehme das immer zur Arbeit mit auch, weil da gibt es auch manchmal Catering, aber das ist dann eben auch nicht so in meinem Interesse, deswegen nehme ich mir meistens was mit, dann bin ich safe und auf der sicheren Seite. Es war für mich, wie gesagt, keine Alternative, die Pille zu nehmen. Deswegen habe ich mich eigentlich, bin ich da so strikt bei geblieben. Und da ich ja auch diese Adenomyose immer noch habe, das wurde ja nicht entfernt, sorge ich natürlich dafür, wenn ich so ein bisschen disziplinierter bin, was das Essen angeht, dass ich auch da eben keine oder wenig Schmerzen habe, ne? Also
das ist natürlich, das war so einschränkend in meinem Alltag, wenn ich meine Regel habe, dann ne, wirklich so starke Schmerzen zu haben, dass man sich irgendwie krümmt und sich kaum bewegen kann. Auch da gibt es natürlich diverse Unterschiede, wie stark sind die Schmerzen, ja? Das ist ja immer relativ so. Der eine hat ein bisschen mehr Ziepen, der andere hat irgendwie richtig starke Krämpfe. Und ja, bei mir war es, wie gesagt, keine Alternative, täglich so ein Medikament zu nehmen. Und die Pille ist ein Medikament. Und deswegen, ja, bin ich da einfach so dabei geblieben. Und es tut mir gut. Ich fühle mich fit. Ich bin vital. Meine Haut ist super. Also ich sehe da so viele Vorteile von und habe auch keine Probleme, mir extra Sachen zu kochen oder das alles immer vorzubereiten. Also mir macht das auch Spaß, ehrlich gesagt. Wenn man das Außenstehenden erzählt, die sagen manchmal, oh, das ist aber stressig. Und dann denke ich mir so, nee, eigentlich nicht, weil ich habe einfach keine Schmerzen oder sehr selten nur noch Schmerzen. Und das ist das, was für mich zählt, ja. Und deswegen bin ich da einfach so hinterher. Worauf ich ja auch hinaus möchte, ist, das hattest du mir mal im Vorgespräch erzählt, dass du natürlich auch viele Bekannte hast, die Endometriose haben, die aber auch nach Operationen zum Beispiel eben nicht ihre Ernährung oder ihren Lebensstil umgestellt haben. Und natürlich auch eine Operation leider eben nicht sicherstellt, dass die Herde nicht wiederkommen oder wieder ausbrechen. Genau, und das ist halt der große, mein großer Wunsch natürlich, dass ich das eben durch die Ernährung so gering wie möglich halten kann, dass es eben nicht mehr ausbricht und ich eben nicht mehr diese starken Schmerzen habe. Und das, was ich tatsächlich, also ich habe jetzt auch gerade meine Regel und ich habe auch den ersten Tag, den ich sie hatte, habe ich auch wieder ein bisschen Ziepen gespürt oder auch mal kurz was Krampfartiges wieder. Das war dann aber nach einer halben Stunde, Stunde wieder weg. Also nicht so, dass es den ganzen Tag ging. Aber ich habe keine Migräne mehr, ich habe keinen Blähbauch mehr, ich habe diese ganzen PMS nicht mehr, einen Heißhunger nicht mehr, ne, weil ich jetzt mehr auf meinen Blutzucker auch achte, was ja auch Teil eines Programms ist. Und deswegen, die Vorteile überwiegen. Warum sollte ich das nicht weiterführen? Ja, absolut. Und was ich auch interessant finde, ist ja, dass du eigentlich gesagt hast, du hast dich eigentlich oder du hast gedacht, dass du dich schon gesund ernährst, auch bevor du das Programm gemacht hast. Das glauben tatsächlich viele Frauen. Also viele Frauen würden von sich behaupten, ich ernähre mich eigentlich gesund, was soll ich denn in so einem Programm noch lernen? Hattest du auch diese Bedenken, dass du vielleicht auch gedacht hast, ich weiß doch schon so viel, was soll ich da jetzt noch in so einem Programm dazulernen? Bringt mir das wirklich was? Ja, also am Ende hat es einfach alles gebracht. Seitdem ich 10 bin, esse ich kein Fisch und kein Fleisch mehr. Ja, dann war ich zwischendurch mal vegan. Also ich habe diverse Mängel. Ich habe ganz feine Haare. Ne, ich habe ganz oft Haarausfall. Dann war es irgendwie ein Eisenmangel. Also ich habe durch meine Ernährung, glaube ich, auch das ein oder andere mir einfach selber so erschaffen. Ja, und in dem Kurs beziehungsweise ich habe vorher immer gedacht, ich ernähre mich gesund, weil ich sehr viel Gemüse gegessen habe, was ja auch gesund ist. Aber das große Aber: Ich habe teilweise keine Proteine dazu gegessen, weil vegan, ne, also kein Eier, kein Käse und so weiter oder kein Joghurt oder kein Fleisch. Und teilweise auch natürlich fettarm gegessen, ne, weil man dann denkt, ja, Fett macht einen ja dick, aber das stimmt ja nicht. Man braucht ja die guten Fette, ja, also Oliven, Olivenöl, Walnuss, keine Ahnung, ne, Avocado, was es da alles gibt. Und ich habe mich da einfach sehr mit auseinandergesetzt und es macht mittlerweile wirklich so einen Spaß. Ich mache mir immer so eine Bowl, also wo wirklich alle Sachen reingehören, auch teilweise noch mit fermentiert und mit Bitterstoffen. Ne? Ich esse sehr gerne diesen Radicchio-Salat, Radicchio. Ja, ich gucke einfach, dass es wirklich ausgewogen ist, dass die ganzen Komponenten beinhaltet sind, die für die Hormone gut sind oder wichtig sind. Und das habe ich, wie gesagt, bei dir dann auch in dem Kurs gelernt, dass man aber eben auch Kohlenhydrate braucht, aber eben nicht den Teller voll mit Nudeln und eine Kelle Tomatensauce drauf, sondern eben einen kleineren Anteil. Also, dass wirklich diese Ballaststoffe überwiegen. Ich sehe dich nicken, ja. Und ja, also genau. Und das habe ich da, wie gesagt, in deinem Kurs gelernt. Und deswegen kann ich das auch jedem empfehlen. Also, selbst wenn man
wenn man denkt, man macht es schon gut, es gibt immer irgendwas, was man noch nicht weiß, ja. Man lernt nie aus, man kann immer sich von auch anderen Geschichten noch irgendwas rausziehen und was mitnehmen. Und klar, jeder muss es für sich irgendwie umwandeln können oder adaptieren können, ne? Dass man soll ja jetzt auch nicht irgendwelche Sachen plötzlich essen, die einem gar nicht schmecken. Es soll ja irgendwie Spaß machen und irgendwie leicht sein, ja. Und aber das kann ich gut umsetzen und ja. Genau, also es geht eben gerade auch bei Endometriose oder überhaupt bei Hormonbeschwerden auch vor allem um eine antientzündliche Ernährung. Und viele Frauen denken, dass es eigentlich damit getan ist, dass man jetzt, ich sage jetzt mal, keine Kuhmilch mehr zu sich nimmt oder Gluten. Das macht aber noch lange keine hormonfreundliche Ernährung aus. Das muss man ganz klar sagen. Also du wirst deine Hormone nicht regulieren können, einfach indem du jetzt kein Gluten mehr isst. Es geht vielmehr darum, dem Körper Energie zu geben und Sicherheit über die Ernährung und über eine regelmäßige Energieversorgung. Das heißt, das Mahlzeiten-Timing ist sehr wichtig. Die Mahlzeiten-Zusammenstellung aus Sicht der Blutzuckerregulation ist wichtig. Und vor allem auch, wie es ich esse, also mit welcher Intention ich eigentlich esse. Und Essen darf keinen Stress machen, darf keinen Druck machen. Es soll aus Liebe zum Körper passieren und weil es mir Freude macht. Und wenn wir allein mal so ein bisschen diese drei Punkte mal so durchgehen, liebe Zuhörerin, dann kannst du für dich auch selber mal schauen, ob das für dich eine Rolle spielt, ne? Also mit welcher Einstellung du isst, wann du isst, wie du deine Mahlzeiten zusammenstellst, ob du eher auch darauf achtest, eine große Varianz an Lebensmitteln hinzuzunehmen vor allem. Es geht nicht ums Weglassen. Das ist eigentlich eher der zweite Schritt, würde ich eher sagen. Es geht vielmehr darum zu schauen, okay, wie kann ich, welche Lebensmittel kann ich dazu nehmen, die eben auch antientzündlich wirken, die meinen Blutzucker stabilisieren. Es ist auch viel einfacher, weil es uns ja schwerer fällt, Dinge wegzulassen. Also es ist so schwer, Gewohnheiten zu ändern. Für dich war es vielleicht ein Ticken leichter, weil du vorher schon eben, ne, gerne eben solche eben glutenfreien Getreidesorten auch gegessen hast. Aber für diejenigen, die jeden Tag Brot oder Nudeln essen, ist die Umstellung sehr, sehr schwierig. Aber eigentlich ist sie gar nicht so schwer, denn wir haben ja so viele Möglichkeiten, so viele Varianten. Und ich glaube halt, auch für sowas ist der Kurs eben toll, weil es gibt eben ja auch ein Rezeptbuch mit Ideen und Anregungen. Und es geht auch gar nicht darum, Silke, vielleicht kannst du da auch nochmal deine Erfahrung teilen, dass wir uns jetzt an einen bestimmten Ernährungsplan halten. Die Idee haben nämlich viele, wenn sie an ein Ernährungsprogramm denken, ich muss mich jetzt genauso nach Plan ernähren. Das ist ja gar nicht die Intention des Programmes. Ja, also da kommt wieder dieses Bild zum Vorschein, was ich eben schon erwähnt habe, diese Aufteilung, wie der Teller aussieht. Und da hast du halt super viele Alternativen. Also wenn jetzt jemand weiß ich nicht, keine Gurke mag, dann kann er natürlich die Gurke weglassen und ein anderes grünes Gemüse nehmen, Kohlrabi, ja, so. Und was ich halt gut finde, was auch da auf diesem Bild drauf war, das waren die komplexen Kohlenhydrate. Also Karotten, die ganzen Wurzelgemüse halt, ne? Karotte, Pastinake, Süßkartoffel und so weiter. Und was ich teilweise auch, ja, ich gucke dann, also ich mache mir, wie gesagt, so einen bunten Teller immer. Es darf bunt aussehen, manchmal ist da rote Beete mit bei. Wie gesagt, Kimchi esse ich super gerne. Und immer viel Gemüse, keine Ahnung. Ich liebe Brokkoli zum Glück. Ja, es gibt ja Leute, die mögen keinen Brokkoli, aber Brokkoli ist ja so eine Nährstoffbombe. Und ich mache mir immer Körner drüber, also Kürbiskerne, Sesam, Leinsamen, Hanfsamen. Ja, da gibt es ja auch eine ganz, ganz tolle Podcast-Folge von dir. Also ich habe den Podcast wirklich auch rauf und runter gehört, immer wenn ich irgendwie im Zug saß, eine Folge nach der anderen. Und da kann ich auch natürlich noch mal ja, sagen, dass die Leute sich die anderen Folgen auch anhören sollen, weil da einfach so viel, ich sag mal, kostenfreier Input kommt, ja. Also, und da kann ich gleich zum nächsten Punkt gehen. Du hast auch eine Folge über Seed-Cycling. Und das versuche ich tatsächlich auch mit einzubauen, eben in den unterschiedlichen Zyklusphasen. Wie gesagt, ich habe mich vorher noch nie so mit meinem Zyklus auseinandergesetzt.
Und es gibt eben diese vier Phasen und man merkt ja meistens, dass wenn man in Richtung Regel geht, dass man dann gereizter ist und auch ein bisschen energieloser und dass danach das wieder umschwankt, dass man wieder mehr Energie hat. Also, dass man diese Phasen auch so annehmen darf. Und bei diesem Sleep Cycling ist es ja so, dass man in der ersten Zyklushälfte oder von der Menstruation bis zum Eisprung Kürbiskerne und Leinsamen vermehrt. Irgendwie einen Löffel, also ich messe das jetzt nicht ab, ne, auch da nicht dogmatisch, sondern ich mache einfach so eine Portion mit der Hand, streue ich so drüber. Und in der zweiten Hälfte dann Sesam und Sonnenblumenkerne. Und ich bin jetzt 42. Ich glaube, dass diese Ernährung, wie sie jetzt ist, auch einfach in den Wechseljahren helfen wird. Ja, also weil das natürlich auch schon antientzündlich ist und die Wechseljahrsbeschwerden, ich weiß nicht, wie sie dann sein werden und ob ich sie überhaupt merken werde, aber ich glaube, dass das auch schon so ein ganz guter, ganz gute Startposition ist, da dann eben auch keine oder nicht so viele Beschwerden einfach zu haben. Ne? Also Auf wir müssen jeden alle Fall. irgendwann da durchgehen dann. Und deswegen bin ich einfach sehr froh, dass du so viele Tipps gibst, zur Verfügung stellst, dein ganzes Wissen teilst und also vielen, vielen Dank. Das ist wirklich großartig. Mir ist es nur wichtig, dass man eben allein schon durch den Podcast die ersten Schritte gehen kann und überhaupt mal ja so eine Sensibilität auch für das Thema entwickelt und so eine Aufmerksamkeit dem Thema schenkt und vor allem auch ja den Mut auch zugesprochen bekommt und die Zuversicht, dass man wirklich über Ernährung und Lebensstil die Hormone beeinflussen kann. Und letztendlich ist es auch das Einzige, was wirklich den Hormonhaushalt reguliert. Denn unsere Hormone reagieren immer nur auf unsere Lebensbedingungen, auf nichts anderes. Und je optimaler unsere Lebensbedingungen sind, je optimaler unsere Nährstoffzufuhr ist, ja, desto optimaler ist der Hormonhaushalt. Nur wir vertrauen da irgendwie nicht so wirklich drauf. Wir haben so das Vertrauen in die Natur und in unseren Körper und in unsere Intuition so ein bisschen verloren. Das ist mir wichtig, dass wir da wieder zurückkommen, ja, uns selbst auch zu helfen. Und das ist gar nicht so schwer. Ja. Liebe Silke, was würdest du denn aus deiner Sicht, ja, wenn du jetzt vielleicht auch mit einer Freundin sprichst, oder mit Frauen, denen es vielleicht ähnlich geht, was sind dann so deine Erfahrungen, die du gerne weitergibst? Dass man es auf jeden Fall probieren darf. Ja, also wenn man es nicht versucht, dann kann man natürlich auch keine Veränderung feststellen. Ne? Also und dadurch, dass das bei mir so gut funktioniert hat, bin ich auch immer sehr, also ich erzähle meine Geschichte unglaublich gerne, weil ich einfach damit auch inspirieren möchte, dass es eben funktioniert, weil es bei mir super gut, ne, wie gesagt, jeder Körper ist anders, jede Frau ist anders, es muss nicht heißen, dass es da dann auch so ist, aber Bei den meisten ist es aber so, Silke. ja. Also ich habe ja schon so viele Frauen betreut und in meinen Programmen gehabt. Es ist aber immer wichtig, mit welcher Einstellung ich da rangehe. Also wenn ich jetzt mit der Einstellung rangehe, ich will jetzt für 2 Wochen die Ernährung umstellen und hoffe, dass dann alles anders ist. Und wenn das jetzt aber nicht sofort eintritt, dann komme ich wieder zurück zu meinen alten Gewohnheiten. Das funktioniert nicht. Also es geht schon darum, auch den Wunsch zu haben, langfristig seine Ernährung umzustellen. Das muss nicht perfekt sein, um beschwerdefrei zu sein. Das muss ich ganz klar sagen. Ja. Wir müssen nicht uns perfekt ernähren, um in Hormonbalance zu sein. Das tue ich auch nicht. Ja. Und trotzdem braucht es erstmal vor allem am Anfang vielleicht auch eine gewisse Phase, wo man einfach ein bisschen konsequenter ist, damit man auch die positiven Effekte spürt und motiviert ist, weiterzumachen. Das ist ja, ja. ganz wichtig. So war das bei mir am Anfang auch. Ich war am Anfang schon ein bisschen strenger und habe die Sachen mehr weggelassen. Aber jetzt, wie gesagt, mal ein Eis zwischendurch. Oder ich habe auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ich habe irgendwann noch mal, es gibt in Berlin samstags immer so einen Markt und da ist so mein Lieblingscafé. Und ich habe mir irgendwann, und es war wirklich so ein Pleasure, ein Pistaziencroissant gekauft nach einem Jahr und ich habe dieses Croissant so genossen. Ich weiß natürlich, dass es total ungesund ist, aber ich habe es trotzdem gemacht und ich habe mich dabei gut gefühlt, ja. Also, weil das einfach so, ich hatte es schon so lange nicht mehr. Und aber das ist wie gesagt eine Ausnahme. Aber deswegen auch da bin ich nicht so streng jetzt mittlerweile, weil ich einfach größtenteils mich antientzündlich und auch basisch und
ja, eben ausgewogen ernähre mit den wichtigen Nährstoffkomponenten, die eben in der Mahlzeit drin sind. Und das versuche ich auch tatsächlich beim Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendessen zu machen. Was du ja auch erwähnt hast, dass man eben, dass es gut ist zu frühstücken. Und ich mache halt morgens meistens Yoga. Aber ich esse dann halt eine Handvoll Mandeln oder drei Paranüsse. Dann frühstücke ich nach dem Yoga. Ja, also die, so ganz ohne was gehe ich nicht aus dem Haus, einfach damit der Blutzucker nicht so hoch schießt. Genau, also da versuche ich so ein bisschen drauf zu achten. Und was ich auch gemerkt habe oder was mir auch gut tut nach der OP, also ich mache halt sehr viel Yoga und meditiere auch. Habe auch ein positives Mindset und versuche durch diese ganzen Pausen, die ich mir dann einräume, wirklich auch in die Entspannung zu kommen, um den Stress so ein bisschen loszulassen. Weil bei mir tatsächlich auch noch Leaky Gut diagnostiziert wurde. Und das ist auch was, was durch Stress ausgelöst werden kann. Also das Thema Darm ist übrigens auch ein komplettes Modul im Ernährungsprogramm. Die Darm und Hormone hängen in der Tat zusammen und ein gesunder Darm unterstützt definitiv auch einen gesunden Hormonhaushalt und umgekehrt. Was wir natürlich auch haben, wenn wir beginnen, unsere Ernährung umzustellen, Ernährung ist immer auch ein Teil der Selbstfürsorge. Also je besser ich mich nähre über die Ernährung, aber auch durch andere Dinge. Ja, durch Zeit für mich, durch Pausen, durch gute Schlafroutinen, desto besser geht es auch meinen Hormonen. Und die Ernährung kann ein erster Schritt sein. Und das ist einfach so wichtig, dass wir schauen, dass wir eine gute Balance herstellen. Also Hormonbalance braucht Balance im Leben. Es muss nicht perfekt sein und es braucht vor allem auch keine Extreme unbedingt. Ja, wir versuchen dann, es gibt halt manchmal so die Tendenz, dass man, oh, jetzt ziehe ich das so richtig durch und jetzt mache ich nur vegan oder ich mache nur Keto oder ich mache ganz viel Sport oder so, ne? Oder ich esse nie wieder Zucker. Das braucht es eigentlich nicht, ne? Es braucht eine gute Balance und wie du diese Balance wieder findest, das versuche ich in meinem Programm zu vermitteln, auf eine hoffentlich sehr entspannte Art und Weise. Also ich versuche immer wenig dogmatisch zu sein, aber trotzdem natürlich Impulse zu geben. Denn nur wenn wir was verändern, verändert sich ja auch was. Also, und genau, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Liebe Silke, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ich habe mich sehr gefreut, dass du im Podcast warst und wünsche dir natürlich weiterhin ganz, ganz glückliche Hormone. Vielen Dank, danke für die Einladung. Ich hoffe, Silke konnte dich mit ihrer Geschichte, mit ihren Erfahrungen davon überzeugen, dass es sich so sehr lohnt, für die eigene Gesundheit einzustehen und vor allem auch das Potenzial einer antientzündlichen, hormongesunden, darmfreundlichen Ernährung zu erkennen. Nochmal eine Erinnerung, du hast noch bis Ende August 2024 die Möglichkeit, 24% Rabatt zu bekommen für die Buchung des Ernährungsprogramms. Du kannst einfach auf den Link in den Shownotes klicken oder gehst auf meine Website rabea-kies.de unter dem Menüpunkt Programme. Findest du alle Infos zum Hormon Reset Ernährungsprogramm und kannst dann auf dem Buchungsformular den Rabattcode AUGUST24 eingeben und 24% sparen. AUGUST24 in einem Wort zusammengeschrieben. Hab ganz viel Freude bei der Umsetzung deiner hormongesunden Ernährung und ich freue mich auf dich in der nächsten Podcast-Episode.